Ja, da war noch was. Ach ja, es gab ja noch einen zweiten Tag der 12. ADAC VBA Classic. Man war hier nicht in Urlaub. Nach gerüchteweise ausschweifenden Vorkommnissen euphorisierter Teilnehmer am Vorabend waren doch alle rechtzeitig am Start anwesend. Es war allen klar, dass auch am zweiten Tag vom Fahrtleiter nichts verschenkt wurde. Ermahnung waren die Ergebnisse des Vortages hier im Garten zur Schau gestellt. Naja, noch ließ die Ernsthaftigkeit einiger Sportwarte zu wünschen übrig. Dramatische Bilder wurden uns zugespielt. Empfindliche Oldtimer-Naturen sollten beim akustischen Zeichen die Augen schließen. Unter großem körperlichen Einsatz wurden diese Bilder gemacht. Benzinspende mittels Plastikkanister bei einem Rolls Royce. Plastikkanister! Sie können die Augen nun wieder öffnen. Das Pensum für den zweiten Tag war etwas geringer angesetzt, aber dafür durchaus heftig. Das wussten die Teilnehmer aber noch nicht. Entspannt warteten die ersten Starter noch vor der Zeitkontrolle. Gleichzeitig war das der Start zur ersten Wertungsprüfung. Das VBA-Team wollte den Adrenalinspiegel gleich von Anfang an hochhalten. 9.01 Uhr pünktlich ging es los. Die erste Etappe führte mit 3 Zieldurchfahrten bis nach Lieberose. Prüfung der Unterlagen war angesagt. Zeit, sich vom schönen Würchensee zu verabschieden, wie hier das Team Andreas Stamm, Albrecht Müller. Sie wussten es noch nicht, aber an diesem Morgen waren sie wohl die wachesten. Sie sollten nämlich diese Prüfung gewinnen, was den Vorsitzenden der VBA, ebenfalls ein Stamm, seines Zeichens Vater des Fahrers, nach der Veranstaltung ein ernstes Wort mit seinem Stammbeifahrer austauschen ließ. Er hatte noch nie eine Prüfung gewonnen und der Junior gleich beim ersten Mal. Den anderen war das egal. Sie mussten sich erstmal selbst orientieren, wo es lang ging. Ziel A der WP8 in Liesko war an der Kirche. Da gab es erstmal den morgendlichen Beistand von oben, sozusagen einen Drive-by-Segen. Allerlei vergessene Straßen hatte das Streckenteam wieder ausgegraben. Auch Emily konnte sich sanft federnd davon überzeugen. Eine der vielen stillen Kontrollen, die man bei aller landschaftlichen Schönheit nicht übersehen sollte. Ziel 8B in Jamlitz wurde nach Angaben der Streckenposten von einigen Teilnehmern genutzt, um deren Driftkünste vorzuführen. Sehr zur tierischen Freude der interessierten Zuschauer. Auch das letzte Ziel der WP, kurz vor Lieberose, wurde gefunden. Anschließend noch eine Durchfahrtskontrolle. Dann ging es weiter durch den Spreewald nach Straupitz zur nächsten DK an der Schinkelkirche. Die wurde tatsächlich nach Plänen des bekanntesten preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel von 1828 bis 1832 errichtet. Nach vielen Schäden gab es eine Wiedereinweihung am 3. Oktober 1993. Die Weiterfahrt durch Burg nach Radusch zur nächsten WP nahmen alle Teilnehmer recht zügig in Angriff. So hatte der Sportleiter Ralf Janowski plötzlich das komplette Feld gleichzeitig vor seiner WP zu stehen.
Die Wartezeit vertrieb man sich mit ein paar kleinen Reparaturen. Wenn die Teilnehmer gewusst hätten, was sie jetzt erwartete, hätten sie eher eine Entspannungs-Yoga-Stunde genommen. Wer geglaubt hatte, dass die Ori am vorherigen Tag schwierig gewesen sei, sollte hier an seine Grenzen stoßen. Einige sollen ja immer noch mental in den Windungen der einen Straße am Kraftwerk in Radosch gefangen sein. Wie man auf kleinstem Raum mit nur einer Straße und einer Geländedurchfahrt die Teilnehmer in den Orientierungswahnsinn treiben kann, wurde hier per excellence vorgeführt. Um nicht das Elend der Teams komplett zur Schau stellen zu müssen, hier eine schnelle Kurzfassung. Wir beginnen bei A. Wir wollen aber das Leiden der Teams nicht vollständig verbergen. Deshalb hier noch ein paar ausgesuchte Bilder dieser WP. Laut Bordbuch sollte diese Ori 4,9 Kilometer lang sein. Für viele Teilnehmer waren es gefühlte 49. Wer das E wie Ende erreicht hatte, machte sich auf den Weg nach Rietz-Neuendorf, ca. 48 Kilometer entfernt, zur nächsten WP. Auf den veranschlagten 75 Minuten konnten sich Gehirnwindungen und Augen wieder entkrampfen. Start der WP war am Schlossplatz des alten Barockschlösschens. Das war die letzte Prüfung vor der Mittagspause. Die rund 5,5 Kilometer sollten mit einem Schnitt von 40 Stundenkilometern gefahren werden. Das WP-Ende war allerdings versteckt.
Hier war das Ende der WP rechts, das versteckte Auto der Zeitnahme. Dann waren es nur noch ein paar Meter zum Museumsdorf Glashütte, welches auch schon mal Etappenziel einer Rallye Avus Classic war. Die Autos dann abgestellt und die kurze Strecke zum Gasthof Reuner, wo sich alle bei einem Glashütter Buffet stärken konnten. Die Pause war viel zu schnell vorbei. Der Vorsitzende musste noch organisatorisch etwas mit der Fahrtleitung klären. Dann ging es auf die Nachmittagsetappe, auf der noch drei Prüfungen folgen sollten. Die Verkehrsversuchsanlage Horstwalde kannten einige Teilnehmer auch schon von der Rallye Avus Classic. Ein spannendes Gelände mit einigen interessanten Steigungen und Gefällen wird bestimmt allen gefallen. Der Caddy vom Team Michael Heinrich, Michael Bayerz, genau genommen ist es ein 42er Cadillac Club Coupé Series 62, wurde ganz schön gescheucht. Da kann man kaum hinterher. Jetzt ging die Aufgabe eigentlich erst richtig los. Oben auf dem Plateau gab es eine Lichtschranke, die dreimal durchfahren werden musste. Rund um das Plateau war ein kleiner Rundkurs markiert, der demzufolge zweimal durchfahren werden musste. Die Meter und Sekunden waren genau vorgegeben. Auf dem Plateau durfte nicht angehalten werden. Das überwachten Sportwarte. Die Versuchsanlage Horstwalde untersteht seit 1990 dem Bundesamt für Materialprüfung und hat eine Geschichte, die bis 1871 zurückreicht. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts lebte und arbeitete hier in der Umgebung Wernher von Braun an der Raketenentwicklung. Ab 1950 wurde das Gelände für die Fahrzeugentwicklung der DDR genutzt. 1957 übernimmt die NVA das Gelände zu militärischen Erprobungszwecken. Erst seit 1990 werden hier wieder zivile Zwecke verfolgt. Das Bundesamt für Materialprüfung testet hier unter anderem an einer 36 Meter hohen Fallversuchsanlage Brennelementtransportbehälter, besser bekannt als Castoren für die Atomindustrie. Kurz vor der Ausfahrt kommt man daran vorbei. Nicht nur das Gelände ist spannend, auch die Geschichte drumherum kennt natürlich kaum ein Teilnehmer.
mir die Rundstrecken absolviert hatte, fuhr zum Ausgang des Geländes. Da gab es noch eine kleine Überraschung in Form einer geheimen Kurz-WP. Genau 100 Meter lange Strecke musste in einer Sollzeit von 13,5 Sekunden durchfahren werden, anhalten natürlich nicht erlaubt. Die letzte Wertungsprüfung des Tages und der Veranstaltung lag in Wünsdorf, dem ehemaligen ultrageheimen Hauptstützpunkt der sowjetischen Streitkräfte in der DDR. In Spitzenzeiten lebten in diesem Sperrgebiet bis zu 75.000 sowjetische Bürger. Nach dem Abzug 1994 war es eine Herkulesaufgabe, alles für allgemeine Aufgaben zurückzubauen. Dass vieles noch nicht erreicht ist, kann man rechts und links der WP-Führung sehen. In jedem Fall steht jetzt ein Geschlängel an Straßen, bestens geeignet für Wertungsprüfungen, zur Verfügung. Knapp 8,4 Kilometer konnten intensiv erforscht werden. Wer das Ziel fand, musste nur noch einen kleinen Schlenker rechts auf den Sand durch die Lichtschranke mitnehmen. Also genau so nicht. Aber die beiden waren beileibe nicht die einzigen. Von Wünsdorf war es noch eine 54 Kilometer lange Transportetappe bis zum Ziel im Rübezahler Müggelsee. Ziemlich ermattet kamen die Teilnehmer dort an. Wie kraftlos, das sieht man hier. Spaß beiseite. Dafür gab es als Belohnung ein schönes Buffet. Man sah förmlich überall noch die Rauchwolken aus den Köpfen steigen, besonders bei den Co-Piloten. Das Fahrtleiterteam Hannelore Wilczynski und Rolf Janowski hatten zusammen mit vielen engagierten Sportwarten und der Unterstützung von Sponsoren eine hervorragende Veranstaltung auf die Beine gestellt. Der Vorsitzende der VBA konnte sich ein paar wohlwollende Worte zum Abschied nicht verkneifen. Kommt gut nach Hause, habt eine schöne Zeit. Fröhliche Weihnachten und ein Glückwunsch. Verdienter Beifall. Und dabei ging wohl vielen Teilnehmern auf, dass man jetzt erstmal eine ewig lange Pause hat. Ganze 7 Monate würde es bis zur nächsten VBA-Klassik in 2015 dauern. Vielleicht auch wieder mit einem Start hier am schönen Müggelsee.